Da gibt es ganz viele Dinge, die sind notwendige Bedingungen für eine Morgellon-Infektion. Wir müssen unseren Darm ruinieren mit Glyphosat, genmanipulierter Nahrung. War da noch was? Und Schwermetalle tun einiges dazu im Darmbereich. Wir müssen unsere Leber und unser Candida-Milieu ruinieren mit Antibiotika und Antimikotika und sonstigen Chemikalien, die wir zu uns nehmen. Und das ist sozusagen die Selbstzerstörung, die wir betreiben, die unseren Körper in so einen übersäuerten Zustand bringt, übersäuert und schwermetallvergiftet, dass unser Körper sagt, lass die Pilze doch wachsen, wenigstens räumen diese Pilze ein bisschen was von der Schwermetalllast von uns weg, kapseln das ein. Das ist sozusagen der letzte Hilferuf von einem Missstand, den wir uns selber zufügen. Und wir müssen einfach nur aufhören, uns das selber zuzufügen und ein paar kleine Tricks anwenden, um wieder zu heilen. Und dann kann dieser ganze Transhumanismus uns gar nicht betreffen. Genau das Gleiche mit Bewusstseinskontrolle. Bewusstseinskontrolle ist so ein archontisches oder reptiloides System. Solange wir im Herzen sind und diese trinären Felder im Herzen fühlen, wird uns die Fremdbeeinflussung immer als Fremdbeeinflussung bewusst werden. Und dann können wir einfach sagen, aha, da funkt mal wieder jemand, aber das bin ich nicht. Und damit ist das ein Witz. Solange ich mich aber mit dem Binären, mit meinem Ego, mit meinem Denken identifiziere, kann ich mich selber nicht unterscheiden von diesen Feldern und dann bin ich übernehmbar. Dann bin ich spielbar wie ein Klavier. Also, sehr einfache Lösung. Wir müssen nur diesen Schritt gehen. Und das sind einfach Dinge, wenn man die weiß, gerade im Bereich der Ernährung und Körperpflege. Der Körper ist unser Tempel. Ja, den sollten wir ohnehin lieben und pflegen. Und wenn wir das denn machen, da gibt es einen wunderschönen Nebeneffekt. Wenn ich keine Nahrung mehr aus dem Supermarkt kaufe, die mit Glyphosat und anderen Giften verseucht ist, dann gibt es keinen Grund mehr, warum diese Nahrung angebaut werden sollte. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum die Bauern die Äcker verseuchen und töten sollten. Kein Grund mehr, warum Monsanto Chemikalien produzieren sollte, weil niemand mehr Monsanto diese Chemikalien abkauft. Und da haben wir nicht nur uns selber geheilt, sondern ganz nebenbei, ohne kämpfen zu müssen, auch noch den Planeten gerettet. Wenn wir aufhören, das Fleisch zu essen, was mit Stresshormonen und Folterenergien vollgestopft ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eins der Machtinstrumente, mit denen die Schwarzmagier die Weltbevölkerung kontrollieren. Systematisch werden jedes Jahr Milliarden von Tieren in der Folterhölle gehalten, produzieren Folterenergien, die statt Liebe verwendet werden, um diese Biosphäre zu administrieren. Früher lief mal alles auf Liebe. Da gab es einen Liebesfluss und hat hier für Ordnung gesorgt. Jetzt haben wir die Schwarzmagier in der Politik, die das Leid der Tiere benutzen, um hier alles durch Folterenergien zu ordnen. Das ist das andere System, so funktioniert das. Und solange wir diese Tiere essen, werden diese Tiere gefoltert werden. Solange wir diese Tiere essen, sind wir voll mit diesen Folterenergien und bieten sozusagen uns als Resonanzkörper an für deren Administration mit Folterenergien. Und wenn wir aufhören, diese Tiere zu essen, werden sie auch nicht mehr gefoltert, weil niemand mehr dafür bezahlt wird, sie zu halten und sie zu foltern. Dann haben wir uns selbst gerettet und ganz nebenbei auch noch das Leid von diesem Planeten verbannt, was im Moment noch über die Tiere gebracht wird. Also es ist eigentlich so zwingend einfach und wunderschön, dass ich mich frage, ob irgendjemand hier morgen noch Fleisch essen können dürfte. Eigentlich nicht. Wenn man das an sich herangelassen hat, wenn man weiß, welche Verantwortung man auf sich nimmt, wenn man dieses Leben sozusagen weiterlebt. Und jeder, der nicht weiß, worum es geht, der kann sich mal den Film angucken, Earthlings, Erdlinge. Da wird beschrieben, wie wir mit unseren Mitlebewesen auf diesem Planeten umgehen.
Und ich kenne keinen, der weniger als 3 Tage geflennt hat nach dem Angucken dieses Films. Ich kenne viele, die nach 10 Minuten ausgeschaltet haben. Earthlings, Erdlinge auf Englisch.